Haufen Weizen. Vor uns steht die Stätte Monten de Trigo, die Villa Correra in die Bronzezeit datiert wurde. Obwohl es derzeit im Rahmen des Projekts zwischen zwei Ländern untersucht und archäologisch ausgegraben wird und uns daher alle darin enthaltenen historischen Informationen liefert, können wir einige seiner Merkmale unterscheiden. Das erste, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist seine Lage auf der Spitze des Gebirges, die eine visuelle Kontrolle über das umliegende Gebiet sowohl im Norden, in Richtung Toledo, als auch im Algodortal im Süden ermöglicht. Diese hohe Position würde auch als Verteidigung dienen, da sie sich in einem steilen Bereich zwischen zwei Quarzitkämmen und mit einer Wasserquelle, La Pena, in unmittelbarer Nähe befindet. Der Zweck des Projekts zwischen zwei Ländern unter der Leitung des Archäologen Arturo Ruiz Taboada besteht darin, sowohl die interne Verteilung der Stadt als auch ihre Chronologie kennenzulernen und zu dokumentieren sowie die Ergebnisse mit anderen ähnlichen Städten in der Region zu vergleichen. Andererseits ist es ein weiteres grundlegendes Ziel, dieses kulturelle Erbe der Gesellschaft näher zu bringen, mit besonderem Schwerpunkt auf den Bewohnern von Los Jebenes.